Gibt es denn in der Bundesrepublik keine Gruppierung, keine junge Frau, keinen jungen Mann, von der Sie sagen würden, das ist die zukünftige Generation, die auch fähig ist, eine deutsche Strategie zu erdenken, zu erarbeiten und umzusetzen? Also die Verteilung von politischen Ämtern in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt über Parteien. Und in Parteien steigen singuläre Geister, Frauen und Männer mit großem Intellekt, schon deshalb nicht auf, weil sie sich mit Leuten messen müssen, die über eine höchst mediokre berufliche Laufbahn verfügen. Nehmen Sie doch nur beispielhaft den Generalsekretär der SPD, Herrn Kevin Kühnert, was hat er beruflich aufzuweisen und was ist er geworden? Nehmen Sie eine vergleichbare Type aus der CDU, Herrn Ciemiak, der aus Polen importiert wurde, damals Paweł Ciemiak hieß und Generalsekretär der CDU wurde, beide juristischen Staatsexamina versagt. Also wir haben in der Politik zu viele Leute, die dafür objektiv von ihren intellektuellen Voraussetzungen nicht geeignet sind. Dieses System führt letztlich dazu, dass große Herausforderungen nicht angegangen werden können und daher auch in dem doch existenziellen Gebiet der Sicherheits- und Außenpolitik mein Vorschlag, dem Bundeskanzler auf die Sprünge zu helfen, egal welchem Bundeskanzler, indem man einen nationalen Sicherheitsberater schafft, der jedenfalls Vorschläge... Einen nationalen Sicherheitsberater oder einen nationalen Sicherheitsrat? Beides, denn was ist ein Berater ohne einen Rat, also ein Gremium, das ihm zuarbeitet? Auch Kissinger hatte hinreichend... Sie kriegen jetzt den Auftrag, heute bis nächste Woche nachzudenken, wer das ist. Und das sagen Sie doch mal, wer schwebt Ihnen denn so vor, wer da rein müsste? Also ich glaube, in diesem Land gibt es hinreichend Persönlichkeiten, die grundsätzlich dafür geeignet waren. Und kluge Kanzler wie Helmut Kohl haben auch immer wieder Persönlichkeiten gefunden. Denken Sie an Horst Telschig, der eben bei den Verhandlungen mit Russland zur Seite gestanden hat. Und der ein professioneller Sicherheitspolitiker war, der sich aufgrund der Professionalität mit Helmut Kohl auch entsprechend gestritten hat. Das setzt aber voraus, dass bestimmte Politiker eben nicht nur in das Parteikästchen greifen und alle anderen ausschließen, sondern sich einlassen auf den Dialog mit Sachverständigen, mit Leuten, die in dem bestimmten Gebiet über eine besondere Expertise verfügen und die sich grundsätzlich ihr Weltbild nicht im Klein-Klein der Parteipolitik suchen. Solche Politiker, Herr Brinkmann, gibt es kaum. Leider gibt es sie in keiner Partei. Ich würde sagen, in fast keiner Partei.